Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar heute wieder ein geisteskrankes Video. Und zwar von Tim. Bro, Digga, erstmal, was geht ab? Was geht ab? Natürlich bei dir auch. Was geht ab? Wir haben heute deinen Roller, den ich testen darf, ja? Ich sehe schon, du hast ein verdammt teures Setup. Wie viel hat das insgesamt gekostet ungefähr? Roundabout 650. Boah, 650. Also, das ist auf jeden Fall mies teuer. Ich verspreche dir, wenn ich den jetzt teste, dass ich nichts kaputt mache, ja? Safe, mache ich auf jeden Fall. Okay. Oh, geiles Armband. Woher hast du das denn? Das habe ich eben geschenkt bekommen. Boah, geil. Also, Leute, wenn ihr auch so ein Armband haben wollt, im kira-shop.de, checkt auf jeden Fall mal ab. Aber ich teste auf jeden Fall meinen Roller. Ich bin gespannt. Ich komme in so 20 Minuten wieder. Passt yes, das? Sir. Safe. Alles klar. Gut, dann testen wir ihn einfach mal. Wir sind jetzt hier in einem Skatepark. Ich bin übrigens, damit ihr Bescheid wisst, mit Infection hier. Und wir werden hier auf jeden Fall eine richtig nice Zeit haben. Und ich werde auf jeden Fall viel für euch filmen. Und ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal den Roller hier testen. Und natürlich auch fahren. Und dieses wirklich, das ist echt eine Streeter-Maschine. Also ich habe das schon mal gemacht mit Parkrollern tatsächlich. Aber jetzt mit Streetrollern tatsächlich noch überhaupt gar nicht. Und Alter, ist das ein riesen Unterschied, Bro. Es ist wirklich geisteskrank. Damit ihr erstmal den Park hier erstmal ein bisschen sehen könnt. Wir haben hier einfach hier diesen ganzen Bereich. Da hinten ist der Street-Bereich, hier ist natürlich Speed Gap und hier auch die Flyout-Möglichkeit. Und da haben wir noch einen Pump-Track und den kann ich euch auch mal zeigen, weil der ist auch richtig, richtig nice. Aber wenn man hier einmal so richtig kachelt, man hat so viel, boah, so schnell ist man, das ist echt geisteskrank. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein Video drehen, der Googles bestbewerteste Pump-Track meiner Nähe oder so. Aber der bockt auf jeden Fall mega, mega dolle und vor allem ist man richtig schnell mit dem Roller, weil wir haben hier, ich glaube, 115 mm Wheels. Das sind richtig, richtig große Dinger. Bin ich mal echt mal gespannt. Also ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Roller findet von 1 bis 10, weil ich finde, komplett black. Sieht sehr, sehr wild aus. Mir gefällt der mega, mega doll so. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Tricks machen. Fang mal an im Parkbereich, aber auch im Streetbereich natürlich. Die ganzen Street-Freunde von euch, die werden sich bedanken. Geil. Boah. Also für einen Streetroller ist es tatsächlich so, dass der Lenker wirklich verdammt schmal ist. Und das ist geil, weil kannst du viel, viel schneller Basis machen. Okay, wisst ihr was? Wir machen mal, weil ich es ja liebe, mit so Streetrollern rechts zu fahren. Wir machen mal so ein paar 50-50-Dinger hier dran. Die haben auf jeden Fall gut Platz. Ein paar 50-50-Soll. Vielleicht auch noch was anderes oder so. Hier vielleicht jetzt eher nicht sowas. Über die Hip weiß ich auch nicht, was man machen kann. Ist halt nichts irgendwie, was halt Street ist. Aber ich versuche mal, vielleicht mal so ein 50-Grind oder so. Hinten an der Quarter. Das kann man auf jeden Fall mal safe versuchen. Aber der Park ist auch echt ungewohnt, um den mal richtig zu fahren. Oh ja, das rutscht sogar sehr gut. Also sein Deck ist wirklich verdammt gut gewachsen. Bro, den können wir nochmal backuppen. Vielleicht versuche ich den einfach nochmal mit... Was? 50 Whip? Nee, ich mach 50 Bar. Okay, er hat gesagt 50 backuppen soll ich. Oh nee, scheiße. Okay, das habe ich übertrieben. Nein, aber ich versuche den jetzt mal wirklich, also ohne den Backflip, erstmal 50-50 und dann Bar Drop. Weil der ging richtig in die Butter hier. Das ist ganz cool. Oh nein, okay. Leute, ihr wisst, alle guten Dinge sind drei. 100%. Bin nur gerade weggerutscht, aber der soll jetzt auf jeden Fall drin sein. Okay, mal schauen, ob das was wird. Ach, man muss wirklich perfekt spotten, den 50-50. Und natürlich, ihr wisst ja, wie es läuft. Alle guten Dinge sind drei. Der ist richtig geil mit dem Deck. Er hat so viel Platz einfach. Das ist so nice. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe komplett die Parkmaschine. Und er hat eine Streetmaschine, das ist ganz cool. Und jetzt werden wir natürlich nochmal 50-50 Backflip versuchen. Wenn der gut läuft, 50-50 Backflip Whip, das wäre krass. Aber habe ich auch noch nie versucht. Mit dem Ding direkt New Learns versuchen. Der 50 Grinds to Bar war auch neu. Oh ja, der geht auf jeden Fall mega klar. Den könnte man vielleicht noch mit dem Rücken machen. Der wäre crazy. Aber bis jetzt boxt es auf jeden Fall. Wir können uns gleich mal auch an den Rails rantasten und natürlich auch an den Curb. Da habe ich auch Bock drauf. Aber jetzt erstmal den mit Whip. Ich versuche nochmal jetzt mit Whip am Ende. Mal gucken, ob das geht. Oh ja, nee. Hier okay, einmal wegrutscht. Ich versuche noch einmal und danach gehen wir hier zu den Ledges und zu den Rails. Weil ich meine, im Endeffekt, Parktricks damit brauche ich jetzt nicht richtig versuchen damit. Außer vielleicht ein paar Barspins oder so. So Kickflips kannst du vergessen. Bryflip auch. Das ist halt eine Streetmaschine. Damit macht man halt solche Tricks nicht so. Beziehungsweise kann man es natürlich machen, aber jetzt macht man nicht so gerne. Aber bis jetzt, ey, ich würde schon als Streetroller, Digga, ich würde den feiern. Ich würde selber so gerne fahren, so einen Streetroller. Genauso würde ich ihn auch haben. Nee, okay, gut. Der Backflip, der ist schwer. Der ist schon echt krass. Aber jetzt haben wir hier diese Ledge. Und diese können wir nochmal versuchen, indem wir ein 360 Bar rausmachen. Frontboard, Front Feeble to 360 Bar. Oh, na, da fehlt der Barspin. Den muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal machen. Alter, die Griffe sind eigentlich Epic-Griffe. Hasse ich eigentlich über alles. Aber weil die schon so gut abgenutzt sind, bocken die. Und das ist ganz nice. Nochmal Frontboard, 360 to Barspin. Nochmal. Oh, weggerutscht, Alter. Alter, ich bin da komplett mit dem Vorderwheel. Alle guten Dinge sind drei. 360 Bar. Boah, der wäre schon krass, weil der Lenker ist mir auch ein bisschen hoch. Aber es ist halt Street, ne? Ist Street. Next try. Let's go. Komm schon. Jawohl. Der war doch, na nicht nice, aber der war auf jeden Fall nice. Komplett widersprochen, sehr geil. Das Rail. Weiß ich ja nicht. Ich kann noch mal vielleicht an Ledge was versuchen. Ein paar Tricks, bevor wir jetzt zum Rail gehen. So ein 50 dran oder so, oder ein Ice Pick. 50 geht, ja. Ice Pick kann ich mal versuchen. Aber oh, die Seite, die rutscht glaube ich nicht so gut.
Boah, das ist sketchy. Er hat zwar Bock, er ist hinten dran. Macht man einfach nicht so einen Trick. Außer du bist halt wirklich richtig, richtig street. Also in dem Bereich brauche ich gar nicht beachten. Da sind Downrails, das mache ich eh nicht. Höchstens die Downlatched. Ah, die kann ich mir mal angucken. Aber mehr als die Downlatched werde ich auf jeden Fall hier nicht machen. Und deswegen, okay, weiß ich nicht. Also vielleicht höchstens das Ding. Das können wir machen, das mache ich auch mal. Aber das ist zu hoch. Das sieht man vielleicht gar nicht auf Kamera. Aber ich glaube, das geht auf jeden Fall klar. Hoffentlich ist es gewachsen. Wenn nicht, war es das. Oder das 6 sollte eigentlich gewachsen sein. Das ist ganz gut. Deswegen machen wir einfach mal hier so einen chilligen 50-50 dran. Das kann man halt geil mit dem Roller, ne? Und jetzt hier runter. Ja, das kann man machen. Safe. Okay, also den Bereich kann ich weglassen. Der ist nicht so cool. Also der Park allgemein, ja, bockt, kann man machen. Aber ganz ehrlich, viele New Learns oder so kann sich nicht machen. Wir haben hier vorhin hier mal zu dritt gerade Game of School gemacht. Wenn ihr es sehen wollt, auf dem Hauptkanal schreibt es in die Kommentare. Was wir wirklich mal machen sollen, nochmal. So ein richtiges Game of School, aber in einem krassen Park. Aber jetzt nochmal, das kann man noch machen, ey. Das ist schon echt komisch hier. Hier hat man nicht so viel Auswahl an Grinden vor allem. Außer halt die Curve. Versuchen nochmal hier an der Ledge Oppo Fieber, also so ein Hurricane direkt rein. Der geht und dann vielleicht ein 180 raus oder so. Der wäre auf jeden Fall cool. Das Ray. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich habe vielleicht mal im letzten Instagram-Post coole Videos, oh Gott, coole Clips gemacht an dem Rail. Aber das war viel flacher und aus der Bank. Das war halt einfacher als das Ding hier. Da würde ich niemals so einen Frontboard-Triple rausmachen. Aber hier kann man den nochmal versuchen. Oh ja, da hat es richtig gestoppt. Aber trotzdem ist es geil. Das bockt auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall Bock. Den können wir nochmal vielleicht beim Backuppen. Vielleicht versuche ich den einfach nochmal genauso, nur halt mit 180 raus. Aber dafür muss ich ein bisschen schneller sein. Oh ja, das ist schon schwieriger, aber die Seite ist besser. Wir fokussen jetzt einfach nur auf die Seite und nicht auf die andere, weil die ist viel, viel, viel geiler gewachsen. Was könnte man denn machen? Wir versuchen mal einen Feeble und dann einen Smith. Vielleicht geht auch Feeble Smith Keywhip oder so raus. Ja, das sollte klappen. Also, wenn wir jetzt wieder zurückfahren, versuchen wir nochmal mit Keywhip. Aber jetzt nochmal diesen Hurricane und dann 180 raus. Habe ich analytisch, glaube ich, auch noch nie gemacht. Eklig. Ah, man muss halt wirklich perfekt rauskommen. Dann geht der. So, zwei Tricks, die ich lernen will. Ich hoffe, ich kriege die beide hin. Aber ich glaube schon, dass das so klappen wird. Die bist mit T-Whip. Alter, krass. Oh ja. Der war eklig, aber der war geil. Okay, jetzt nochmal ein Backup. Hurricane. Und Eddie raus, komm. Na, schon wieder. Komplett falsch abgesprungen. Ich habe jedes Mal so dolle, fahre ich von außen an, das Gegenballer und dann jedes Mal einfach nach hinten klappe. Okay, diesmal nicht so den Schwung nehmen. Dann geht der auch. Ey, der ist sogar geil so. Der bockt auf jeden Fall auch mal ins Block-Packy-Flat. Oh Gott, nee. Aber hier, so welche Sachen, das frage ich mich echt, was man sich dabei dachte. Wir haben zwar hier eine Hip, auf der einen Seite Cooping, auf der anderen nicht. Und hier so ein Down-Ledge-Stick. Glaubt mir, das will man nicht grinden, weil das hat mir auch Tim vorhin erzählt. Er hat sich jetzt mal hier so auf die Fresse gelegt, weil es halt einfach hier so ein Cooping ist und nicht auf dem Boden ist, sondern es geht nochmal richtig hoch und er sich dann mies auf die Schnauze gelegt hat. So, einmal will ich nochmal Pump-Track richtig ballern damit, damit ihr so ungefähr sehen könnt, wie der Pump-Track auch ist. Natürlich der Roller 10 von 10, kann man nicht anders sagen. Also Tim, Digga, ich bin ehrlich, der ist wirklich sehr, sehr nice. Boah, und vor allem schnell. Alter, man hat so viel Platz, weil es halt so ein nice Street Deck ist. Und das ist halt echt, echt nice. Okay, das war jetzt der ganze Pump-Track. Ihr habt den gesehen. Oh, man hat auch geile Möglichkeiten, wie hier so reinzuspringen. Ist auch cool. Na, fliegt man halt raus. Also Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Roller findet von 1 bis 10. Wie gesagt, ich 10 von 10. Ich finde den so cool. Ich zeige euch den nochmal ganz kurz so. Richtig, richtig cool gemacht, der Roller. Bockt auf jeden Fall. Und der ist verdammt leicht. Man denkt, der ist schwer, der ist leicht. Also für die Streeter unter euch, ihr wisst bestimmt, was für Parts das sind. Und die sind halt echt krass. Also Leute, ich würde sagen, Tim, danke dafür, dass ich deinen Roller ausleihen durfte. Wir fahren jetzt noch eine Session. Also, falls ihr nochmal irgendwie ein Video hier sehen wollt, schreibt in die Kommentare, was wir machen sollen. Oder ob das Game of School stattfinden soll. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag, wie es sollte.